Erinnerst du dich noch an deinen letzten Tauchgang? Ob im Schwimmbad in Deutschland oder mal an der Karibik? Es ist ja immer was Faszinierendes, wenn man tauchen geht und schnorchelt und die Unterwasserwelt entdeckt und die Herrlichkeit im blauen Meer, die Fische, die Korallenriffe, die Pflanzen unter Wasser sieht. Ich war einmal in Israel in Eilat gewesen, im Süden Israels, und war dort auch mal schnorcheln, und das war so wunderbar, diese Unterwasserwelt im Roten Meer zu erforschen. Doch was auf der einen Seite so faszinierend ist, kann auf der anderen Seite auch total gefährlich werden. Wenn man eines vergisst, nämlich das Auftauchen, das Luftholen. Wir Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, auf Dauer unter Wasser zu sein, und müssen, manche nach kurzer, andere nach etwas längerer Zeit, immer wieder mal auftauchen, um Luft zu holen. Und da gibt es jetzt manche, die das Tauchen trainieren und dabei eben auch das lange Luftanhalten trainieren, sodass sie das umso länger können. Und einige versuchen dann auch eine Technik anzuwenden, das nennt sich Hyperventilieren, Hyperventilation. Und damit sorgen sie dafür, dass der Kohlenstoffdioxid vermehrt ausgeatmet wird, und eben in der Hoffnung, dass man einen größeren Sauerstoffgehalt einatmet und dadurch länger tauchen kann. Das kann tatsächlich in gewissem Maße hilfreich sein, aber auch extrem gefährlich. In der folgenden Folie sehen wir einen Ausschnitt aus meinem Physiologieskript, das zeigt, worin die Gefahr der Hyperventilation liegt. Der sogenannte Kohlenstoffdioxid-Partialdruck, hier dargestellt mit PCO2, der uns eigentlich zum Auftauchen drängt, verschiebt sich. Wir sehen hier einen Taucher. Wir sehen die nicht gestrichene Linie, die durchgezogene Linie, dass er quasi aufgrund des PCO2, des partiellen Kohlenstoffdioxiddrucks, gezwungen wird, aufzutauchen. Und durch das Hyperventilieren wird das quasi nach hinten hinausgezögert. Der Taucher kann sogar euphorische Empfindungen verspüren aufgrund der Hyperventilation, und er kann auch länger unter Wasser bleiben, so denkt er sich. Und die Gefahr ist dabei, dass man den Sauerstoffmangel gar nicht bemerkt und dass der Sauerstoffmangel schneller eintritt als ein CO2-Mangel, weshalb es tatsächlich zur sogenannten Hypoxie kommen kann. Die Organe werden nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgt und der Drang zum Auftauchen bleibt aus, und das kann vorzeitig tatsächlich zum Versagen der Organe, ja, zur Ohnmacht und schließlich schlimmstenfalls sogar auch zum Ertrinken, zum Tod führen. Eine Gefahr, die Taucher fürchten, aber übrigens auch Kampfflieger. Das Gefährliche dabei ist, es ist nicht schmerzhaft. Man spürt die Symptome erst viel zu spät, aufgrund der Euphorie. Der Tod kommt aber plötzlich. Und es gibt einen Tieftauchrekord, den wir hier nochmal dargestellt sehen, 214 Meter, und dann noch in Klammer dahinter 244. Warum ist das mit 244 in Klammern? Nun, das war wirklich ein Tieftauchrekord, der alle Rekorde gebrochen hat, und dieser neue Weltrekord wurde dann mit einem Krankenhausaufenthalt belohnt, weil diese Person enorm starke Schäden erlitten hat. Wir Menschen leben davon, dass wir regelmäßig Luft holen. Wir sind abhängig von Sauerstoff, sonst würden wir sterben. Der norwegische Erweckungsprediger Ole Hallesby, er sagte einmal treffend: Gebet ist das Atmen der Seele. Gebet ist das Atmen der Seele. Und seht nur einmal, wie sehr das Gebetsbuch der Bibel, die Psalme, in seinen Gebeten genau das belegt. Es sind alles Atemzüge der Seele. Hier schreibt der Psalmist: Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Alles Atemstöße der Seele. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Psalm 119, meine Seele verzerrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Psalm 130, ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Das Psalmbuch ist getränkt
mit Atemzügen der Seele, mit Gebet. Es gibt unzählige Missverständnisse rund um das Thema Gebet, was es ist und was es nicht ist. Beten ist keine Entspannungstechnik, Beten ist eigentlich Arbeit, es ist ein Kampf, es erfordert Konzentration. Muss ich nur mal das Beispiel von Jesus im Garten Gethsemane zu Gemüte führen. Und es ist keine meditative Atemtechnik, wo der Mensch irgendwelche mystische Erlebnisse zu erwarten hat, weil er in sich hineinhorcht. Das vertritt zum Beispiel Johannes Hartl, Leiter des Gebetshauses in Augsburg, dieses charismatischen katholischen Gebetshauses. Er selber verbreitet diese Ansicht auch bei seinen Vorträgen. Vor allem wirbt er selber auch für das meditative Ankommen, die Atemtechnik und ja auch für das Rosenkranzbeten, das katholisch ist, und das Dauergebet, das Jesusgebet, eine mystische Art des Betens. Wo bitte steht das in der Schrift? Die Bibel sagt, dass das Beten ein nüchternes Gespräch mit Gott ist, wie wir gerade in dem Psalm gesehen haben. Ein Ausdruck des Herzens. Ein Gespräch des Herzens mit Gott. Beten ist für uns Christen überlebenswichtig inmitten der vergifteten, toxischen Atmosphäre unserer Gesellschaft, in der wir uns befinden. Und wir brauchen das Gebet, und weil wir es brauchen, brauchen wir einen, der uns das Beten lehrt. Jeder von uns hat in seiner Biografie mit Sicherheit schon irgendwelche Vorbilder gehabt in seinem Leben, von denen er was lernen konnte. In der Kindheit war es vielleicht die große Schwester, der Bruder, die Eltern. Dann wurde es später der Sportprofi oder jemand, der besonders gut ein Musikinstrument spielen konnte oder etwas anderes. Wenn es aber darum geht, wie wir beten lernen, gibt es kein besseres Vorbild, keinen besseren Lehrer als den Herrn Jesus Christus selbst. Daher möchten wir im Folgenden gemeinsam einen Bibeltext studieren, in dem Jesus das Thema Gebet aufgreift, und wir wollen heute beten lernen von Jesus. Wir leben in einer Zeit, die zum großen Teil sogenannte Workaholics hervorruft, wo man rund um die Uhr beschäftigt ist, egal ob jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll. Achtung, Arbeit ist etwas Gutes, und für sinnvolle Dinge beschäftigt zu sein, ist besser als faul zu sein oder eben in der Faulheit zur Sünde verführt zu werden. Aber wenn der Terminkalender proppevoll ist, man von einem Event zum nächsten eilt, eine Deadline, die andere jagt, besteht die Gefahr, dass sich das auf unser Gebetsleben auswirkt, dass wir an geistlicher Hypoxie leiden und damit verbunden unsere Brauchbarkeit für Gott Schaden nimmt. Dwight Moody, der Erweckungsprediger, er sagte einmal: Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei dir versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Ein starkes Zitat, ein wichtiges Zitat. Wayne A. Mack schreibt zu dem Thema Gebet: Leider sieht die traurige Wirklichkeit so aus, dass die meisten unter uns zwar davon überzeugt sind, dass Beten wichtig ist, diese Überzeugung sich jedoch kaum im Leben widerspiegelt. Auch das ist in vielen Biografien bei uns heutzutage auf den Punkt gebracht. Hier mal kurz ein Beweis, was für Auswirkungen Gebet eigentlich haben kann. Gott gibt uns in der Offenbarung, Kapitel 8, Vers 3 bis 5, einen Blick hinter die Kulissen. Und dort wird beschrieben: Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerke gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Was Gebet in der geistlichen Welt bewirkt, sehen wir an dieser Stelle einmal in Offenbarung 8 beschrieben. Und weil Gott weiß, dass uns diese Perspektive schnell verloren geht, hat er uns sein Wort gegeben, um uns immer wieder daran zu erinnern, an die Wichtigkeit des Gebets. Und auf dem Studium von Gottes Wort liegt eine starke Verheißung, die wir im Psalm 119 finden. Da schreibt der Psalmist im Psalm 119, Vers 130: Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen
Einsicht. Und im Psalm 119, Vers 140 steht dann auch noch, dort wird das Wesen und die Wertschätzung zur Bibel deutlich gemacht, dass sie ohne Fehler ist und dass alle Kinder Gottes sie von Herzen lieb haben. Dein Wort ist wohlgeläutert und dein Knecht hat es lieb. Und das gilt auch für das Lukas-Evangelium. Das gilt auch für Lukas Kapitel 11. Da haben wir ein gutes Gegenmittel gegen die christliche Gebetsatemnot der heutigen Zeit. Lukas 11 enthält in seinen ersten 13 Versen eine ausgezeichnete Gebetslehrstunde, Anschauungsunterricht, in dem Jesus seine Jünger und so auch uns das Beten lehrt. Und wir möchten uns mit dem ersten Punkt uns anschauen, das Vorbild, was uns in Jesus vor Augen gestellt wird und damit verbunden das brennende Beten. Ich lese aus Lukas 11 die ersten 3 Verse und beziehungsweise die ersten 4 Verse. Und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Vorbild, brennendes Beten. Der Evangelist Lukas hat in seiner sorgfältigen Recherche im Lukas-Evangelium eine Auflistung der Begebenheiten des Lebens Jesu an unterschiedlichen Stellen uns auch gezeigt, um Einblick in sein Gebetsleben zu geben. Vom Kontext von Lukas 11 hat er gerade vorher eine sehr spannende, interessante Situation beschrieben, wo Jesus, Maria und Martha anzutreffen waren. Und die Lehre von dem Abschnitt, der vor unserem Text steht, war, dass es unter den Christen ein frommes Gewand eine falsche Geschäftigkeit gibt. Und personifiziert war dabei die Martha. Jesus war gekommen und die Martha war beschäftigt mit vielen Dingen im Haus, während die Maria zu den Füßen Jesus gesessen hat. Und Martha, die beschäftigt war, steht dafür, dass sie viele Aufgaben hatte, aber nicht zur Ruhe kommen konnte vor Jesus. Und demgegenüber wird Maria uns vor Augen gestellt, weil sie die richtige Priorität gewählt hat und zu den Füßen Jesus saß und seiner Lehre lauschte. Wie passend verknüpft diese Geschichte, das Moody-Zitat mit der Geschichte, die darauf folgt, wo Jesus das Beten lehrt. Und ich nehme nochmal das Zitat von vorher auf, was Moody gesagt hat: Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Von diesem Kontext her wendet sich jetzt Lukas zum Kapitel 11 und er beschreibt den Herrn Jesus, wie er betet. Er war an einem Ort und betete, und als er aufgehört hat, kommt ein Jünger zu ihm und fragt: Lehre uns beten. Wenn wir die 4 Biografien von Jesus in den 4 Evangelien lesen und an diese Stelle kommen, dann müssen wir feststellen, dass die Jünger kommen zu Jesus und er soll sie beten lernen. Die Juden kannten doch eigentlich schon das Beten. Das war eigentlich das Selbstverständlichste, was ein Jude auch gelehrt hat. Das sogenannte Schma Israel, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und es gibt im Judentum unterschiedliche Gebete, die die Juden regelmäßig auch wiederholt hatten. Aber hier kommen die Jünger jetzt zu Jesus, nachdem er gebetet hat. Und interessanterweise lesen wir nirgendwo, dass die Jünger zu ihm kommen und sagen: Herr, lehre uns predigen. Herr, lehre uns Menschen heilen. Sie sagen ihm auch nicht und flehen noch nicht darum, Tote auferwecken zu können. Aber es gibt da eins, was die Jünger ihn bitten. Und Achtung, es war, nachdem er fertig war zu beten. Es war, nachdem er fertig war mit Beten. Sie beteten, sie bitten ihn: Herr, lehre uns beten.
Daraus können wir schließen, dass das Gebet, dass das Beten Jesu so innig, so inbrünstig und so brennend und so tief in Verbindung mit dem Vater war, dass es sie anzog und sie auch so beten lernen wollten. Und so kamen sie zu ihm und fragen ihn, was erfahren wir über das Gebetsleben Jesu damit? Wir erfahren an unterschiedlicher Stelle einmal, dass Jesus eine Gewohnheit hatte zum Beten. Er zog sich zurück an einen Ort, weg von der Menschenmenge. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die vor den Menschen ihr Gebetskönnen präsentiert haben und dadurch Anerkennung und geistliches Ansehen genossen. Jesus zog sich zurück an einen einsamen Ort, um zu beten. Er hatte regelmäßige Gebetszeiten, das lesen wir an unterschiedlicher Stelle. Und interessant ist, wenn wir die Biografie Jesu studieren, dann lesen wir zum Beispiel in Hebräer 5, Vers 7, wie über Jesus gesagt hat, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Bitten, flehen, lautes Rufen, das war das Gebetsleben Jesu. In Johannes 5, Vers 30 sagte Jesus einmal, ich kann nichts von mir selbst aus tun. So inniglich war der Herr Jesus verbunden mit seinem Vater. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Was können wir heute alles tun, ohne mit Gott im Gespräch zu sein? Jesus sagte, er kann nichts von sich selbst aus tun. Lukas 6, Vers 12 stellt uns Jesus vor Augen, wie er vor wichtigen Entscheidungen sich sogar längere Zeit nahm zum Gebet, sogar Gebetsnächte hielt. Markus 1, Vers 35, eine weitere wichtige Stelle, da sagt er, das Erste, was er morgens suchte, war das Gebet. Er sucht morgens zuerst das Gebet. Das geschah sehr früh, vor Sonnenaufgang. Und er ging an einen einsamen Ort. Markus 1, Vers 35. Jesus lehrt uns in seinem Vorbild, welche Priorität das Gebet haben soll. Und das Neue Testament gibt damit ein Vorbild für uns, was sein geistlicher Leiter ist und was es ihn kennzeichnen sollte. Ein geistlicher Leiter bist du, wenn du andere Menschen ja an die Bibel ranführst, wenn du es anstrebst, einmal auch Mutter oder Vater zu sein und Kinder erziehst, wenn du andere im Kindergottesdienst zum Beispiel auch unterweist, dann bist du ein geistlicher Leiter. Und Oswald Sanders schreibt in seinem herausfordernden Buch Geistliche Leiterschaft einmal, auf keinem anderen Gebiet sollte ein Leiter seine Mitarbeiter mehr übertreffen als auf dem des Gebets. Gerade hier ist sich der reife Christ unendliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten bewusst, Achtung, und niemals hat er das Gefühl, dass er es schon ergriffen habe. Wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebet fragen. Und ich habe mir dieses Zitat, wo ich das vorher gelesen habe, vor den Vorbereitungen hierfür zu Gemüte geführt. Und es ist sehr herausfordernd. Es fordert mich auch heraus. Und so wie es mich herausgefordert hat, möchte ich es auch hier herausfordernd weitergeben und dich fragen, wie steht es um dein Gebetsleben? Welchen Raum hat das Gebet in der vergangenen Woche bei dir gehabt? Nimmst du dir Zeit für das Gebet? Wie und von wem lernst du das Beten? An dieser Stelle gibt es nichts Kostbares, als einmal mit anderen Menschen sich zusammenzutreffen zum Gebet, sogenannten Gebetspatenschaften, dass man sich ab und zu mal verabredet über Telefonat und auch Zeit nimmt zum Beten. Oder wenn es in einer Gemeinde eine Gebetsstunde gibt, und das sollte es in jeder biblischen Gemeinde geben, wo man sich bewusst auch Zeit nimmt zum Beten. Das sind wunderbare Möglichkeiten, um gemeinsam Anliegen vor Gott zu bringen und im Gebet zu wachsen und zu reifen. Man nimmt sich Zeit für das, was einem wichtig ist. Ist dir Gebet wichtig? Es ist eine unangenehme Frage, wie es Oswald Sanders hier sagt, wenn einer einen fragt, hey, wie steht es um dein Gebet? Und warum ist das so? Weil wir Christen auf der einen Seite wissen, dass es einen wichtigen Platz haben sollte, aber auf der anderen Seite dem häufig eben nicht den Raum geben, das, was es eben verdienen sollte. Bei Jesus war das nicht so. Er hatte regelmäßige Gebetszeiten. Und dazu gehört die frühe Morgenstunde bei ihm, in der er ungestört beten konnte. Damit gibt er uns ein schönes Vorbild. Allerdings ist wohl kaum einer von uns ein
geborener Frühaufsteher, wenn er einmal aus dem Kindesalter herausgewachsen ist. Und hier kommt uns Wolfgang Bühne zur Hilfe, der uns folgenden Ratschlag gibt. Er schreibt all unter uns, die ihren Tagesablauf auf unter normalen Umständen planen können, sollten die folgenden Ratschläge nicht in den Wind schlagen. Die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Das war nicht immer so. Bevor es Strom und Radio und Fernsehen und Internet gab, war es nicht schwierig, kurz nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Es gab nicht viel zu tun. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben, Unterhaltung zu haben, nochmal ein paar Shorts angucken oder nochmal ein Video auf YouTube oder hier nochmal Nachrichten lesen. Deshalb muss der Kampf gegen Müdigkeit, schreibt er weiter, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend gekämpft werden. Nicht erst am Morgen. Wenn Sie entschieden haben, wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit Sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker losgeht. Wertvoller Tipp, der Morgen entscheidet sich am Abend. Gebet hat etwas mit Disziplin zu tun, aber nicht nur mit der Disziplin der Selbstorganisation, sondern auch mit unserem Herzen. Gebet ist ein Kampf. Und die Aura der Waffenrüstung, die auch mal in Epheser 6 geschrieben steht und beschrieben wird, sollte das Gebet sein. Das beschreibt Paulus auch dort. Der Christ kämpft in der Aura des Gebets. Wir evangelikale Christen legen einen ungemeinen Wert auf Jesu Gottheit. In unserer Verkündigung, und das ist zu Recht so. Aber Jesus war nicht nur 100% Gott, er war auch zu 100% Mensch. Und diesen Schwerpunkt zeigt uns Lukas. Er demütigt sich, er wurde wie wir Menschen, sodass er auch Hunger hatte, dass er auch Durst hatte, dass er auch müde war und das Verlangen nach Schlaf empfand. Er gibt uns mit seinem Leben ein Vorbild darin, dass das Erste, was wir am Tag suchen sollten, das Gebet sein sollte. Wenn also Jesus selbst, der Messias, in so enger Beziehung mit dem Vater stand und es nötig hatte zu beten, wie viel mehr haben wir es nötig? Manch einer unter uns mag vielleicht denken, naja, so wichtig ist Beten auch nicht. Oh, müsste man an dieser Stelle fragen, haben wir jemanden, der stärker ist als der Herr Jesus? Und bitte nicht falsch verstehen, es geht hier nicht einfach um eine Form. Und es geht auch nicht darum, dass wir Urchristen werden sollen, dass wir nur noch auf die Uhr schauen, wie lange wir im Gebet waren. Es geht nicht einfach um eine Form, 5 Gebetszeiten wie die Muslime. Es geht darum, dass unser Herz dabei ist und dass wir in der Disziplin wachsen, das zu einem natürlichen Part des Tages in unserem Leben machen. Wir müssen nicht von heute auf morgen Gebetsweite oder Hochsprünge leisten in unserem Gebetsleben, die nur eine Woche lang halten und dann wieder abflachen. Und hier kommt uns auch nochmal Wolfgang Bühne mit einem hilfreichen Tipp zur Seite. Er schreibt in seinem sehr wertvollen Buch über das Gebetsleben Jesu: Gefühlswallungen, Appelle und Gebetsrufe können bestenfalls kurzfristig zum Beten motivieren. Aber meist ist der Gebetseifer nach wenigen Tagen verschwunden. Es ist besser, mit kleinen Schritten zu beginnen, um die Gebetsmuskeln zu trainieren, als sich unter einen unrealistischen Leistungsdruck zu setzen, der anschließend in Frust und Resignation endet. Wenn du noch kein Gebetsleben hast und dir das jetzt bewusst wird, dann fang damit klein an. Setze dir kleine Ziele und wachse im Gebet. Nun haben wir von dem Herrn Jesus noch eine Blaupause für das Beten als Hilfestellung bekommen. Das ist das Vaterunser, was uns der Herr Jesus hier vor Augen stellt. Das ist eine Art Gebetsgerüst als Vorbild. Es wird auch in Matthäus 6, Vers 6 noch auch nochmal dargelegt und ergänzt sich hier mit Lukas 11 sehr gut. Und Jesus sagt einmal in Matthäus 6, Vers 6, dass wir nicht einfach plappern sollen wie die Heiden, einfach nur herunterplappern, ohne dass dass wir es bewusst auch beten. Deshalb sollten wir uns davor hüten, es einfach nur runterzuplappern, aber die Chance nutzen, wenn wir es beten können, das zu tun und im Sinne von in unser Gebet einbauen und unser Gebet daran ausbauen, daran ausrichten lassen. Es gibt ein spannendes Buch, ich kann jetzt hier auf das Vaterunser nicht im Detail eingehen, aber es gibt ein spannendes Buch, bei Gott Gehör finden, wo wir von Jesus
beten lernen können. Und Wayne Mac schreibt in diesem Buch eben eine Auslegung zu dem Vater Unser. In diesem Buch bei Gott Gehör finden, sehr ausführlich über das Vater Unser, sehr erfrischend. Das empfehle ich jedem, der sich noch mal etwas näher mit beschäftigen möchte. Aber ich möchte einmal kurz zusammenfassen, dass das Vater Unser eigentlich in zwei bzw. drei Teile aufteilt. Nämlich zum einen, es zeigt uns damit verbunden die Priorität des Gebets. Das ist zum ersten Gottes Reich, sein Name, sein Wille geschrieben steht. Und so eigentlich für uns auch das erste Anliegen sein soll. Dass wir uns bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben. Dass wir bewusst uns machen, dass sein Wille Priorität hat. Und danach kommt angeordnet die Sorge um unsere physischen, um unsere geistigen Nöte. Das tägliche Brot, die Sündenvergebung, dass wir anderen vergeben. Und dann eben auch nochmal die Anbetung Gottes. Denn dein ist das Reich, die Macht, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es gibt den sogenannten Heidelberger Katechismus. Ein Katechismus ist eine Glaubensunterweisung, also wo Glaubensgrundlagen behandelt werden mit Frage-Antwort. Und der Heidelberger Katechismus hat in seinen Fragen 116 bis 129 das Thema Gebet erläutert, wo quasi Theologen sich zusammengesetzt haben, das formuliert haben. Das, Achtung, ist jeweils immer auch nochmal an der Schrift zu prüfen. Aber gerade bei diesem Thema Gebet habe ich hier mal zwei Fragen rausgenommen, die auch gerade nochmal zu dem Thema Vater Unser angeführt werden und einfach als Appetizer sein sollen oder dienen sollen, wenn man sich nochmal mit dem Vater Unser näher beschäftigen möchte. Kann man auch einfach mal im Heidelberger Katechismus nachlesen. Da steht, warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Er will in uns gleich zu Anfang unseres Gebetes die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht Gott gegenüber wecken, auf die unser Gebet gegründet sein soll, dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist und uns das, worum wir ihn mit im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Eine schöne Ausführung dazu, sehr passend zu Lukas 11. In der Frage 122 steht, was bedeutet die erste Bitte, geheiligt werde dein Name? Dann heißt es, damit beten wir, gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte, Werke darauf richten, dass dein Name unseretwegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Auch eine sehr schöne Darlegung und Erläuterung dessen, was dieser Begriff oder dieser Ausdruck geheiligt werde dein Name beinhaltet. Hilft sich immer wieder mal durch diese Fragen hier durchzulesen, um sich selber zu reflektieren, was wir von dem Vater Unser lernen können. Vom Vorbild des Herrn Jesus, das er uns hier gibt als brennenden Beter, betreten wir jetzt als nächstes eine weitere Gebetskammer, nämlich Lukas 11 führt uns vom Vorbild zum Sinnbild. Wir haben gesehen, Jesus als unser Vorbild, brennenden Beten, dass er uns lehren soll zu beten, was er uns lehrt in dem Vater Unser, woran sich unser Gebet messen soll. Und dann führt er uns jetzt noch weiter zu einem Sinnbild, zu einem Gleichnis. Und möchte uns damit verbunden das beharrliche Beten in Lukas 11, Vers 5 bis 10 vor Augen führen. Ich lese Vers 5 bis 10. Und Jesus sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jene würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist verschlossen. Und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus fährt fort mit diesem praktischen Gleichnis und ein Gleichnis ist ein Sinnbild, das uns eine geistliche Wahrheit verdeutlichen soll
aus dem alltäglichen Leben. Das Interessante dabei ist, dass er seine Zuhörer direkt mit einbezieht und direkt mit diesem Protagonisten, der dieses Gleichnisses eigentlich hier ja, in Linie stellt. Seine Jünger sollen sich vorstellen, sie befinden sich in einer Not. Die Not ist wie folgt. Sie bekommen Besuch, und zwar angekündigten Besuch. Sowas soll es ja ab und an mal geben, dass es an der Tür klopft und plötzlich steht die halbe Verwandtschaft vor der Tür oder eben ein anderer unerwarteter Besuch, der mit seiner Gegenwart unangekündigt beglücken will. Und etwas für orientalische Verhältnisse Undenkbares, eigentlich Schlimmes liegt vor, denn es gibt nichts zu essen. Es herrscht eine Not. Kein Brot. Das bedeutet Alarmstufe Brot. Gerade im Orient ist die Gastfreundschaft und die Bewirtung von besonderer Bedeutung. Daher geht der Freund zu einem anderen Freund, vielleicht sein Nachbar. Diese Parabel hat durchaus was Amüsantes. Drei Freunde, ein Problem. Mitternacht, alles schläft, plötzlich klopft es an der Tür, Besuch ist da, verzwungene Freude, weil der Kühlschrank leer ist. Also braucht es eine Lösung. Der erkorene, unfreiwillige Gastgeber hat einen anderen Freund in der Nähe, zu dem pilgert er hin und muss sich entscheiden und entscheidet sich damit gegen ein schlechtes Gastgebersein und für ein schlechtes Nachbarsein. Also nochmal ein Argument dafür zugunsten der Gastfreundschaft der damaligen Zeit, wie wichtig und dringlich das auch war. So macht er sich auf den Weg, klopft bei seinem in der Nähe sich befindenden Freund und erbittet sich drei Brote. Wir stellen uns die damaligen Häuser einräumig vor, das heißt Küche, Schlafzimmer, alles in einem. Gerade bei einer Familie konnten dadurch alle wach werden, wenn einer aufstehen musste, um quasi an die Speisekammer bzw. an die Speiseecke zu gehen. Und dass das nicht ganz so angenehm ist, dieses stürmische Klopfen und Drängen des Suchenden, das sehen wir in Vers 7, weil diese Unterhaltung hier durch die Wand erwidert wird ohne irgendeine Anrede. Also in Vers 7 heißt es einfach nur, dass die Tür verschlossen ist, also mache mir keine Mühe, die Tür ist verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Gibt also nicht mal eine Anrede. So verärgert wird da quasi schon die nächtliche Ruhestörung erwidert. Wir fragen aber, warum konnte der Freund nicht bis zum Frühstück warten? Warum war es so dringend, um einen Nachbar bzw. wahrscheinlich auch die Nachbarschaft durch dieses wilde Klopfen aufzuwecken? Wenn man fremden Besuch bekommt, dann war es in der Zeit damals eigentlich üblich, dass man ihn begrüßt. Dass man ihn begrüßt, du ehrst unsere Stadt mit deinem Besuch. Es geht also an dieser Stelle tatsächlich nicht nur um die Ehre des Einzelnen, sondern um die Ehre der Stadt, wenn er kein Brot hat. Deshalb eilt er zum Nächsten. Deshalb weckt er ihn. Deshalb klopft er und bringt er so lange, bis er ihm Brot gibt. Vers 8 schwenkt dann Jesus um und bricht die Erzählung ab und wendet das Ganze auf das Gebet an. Und Jesus lobt hier diese Unverschämtheit des Gastgebers, der sein Anliegen als so wichtig empfindet, dass er wagt, durch sein beständiges Klopfen seine ganze Nachbarschaft aufzuscheuchen. Und das Wort für Unverschämtheit hier kann auch mit Freimütigkeit übersetzt werden. Dreistigkeit, Offenherzigkeit. Das kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Jesus sagt sogar, dass die Unverschämtheit, die Beharrlichkeit des Ruhestörers, nicht die Freundschaft, den Brotbesitzer so weit bringt, ihm letztlich so viel zu geben, wie er braucht. Das ist mein dickes Ding. Und darin sehen wir, dass Jesus mit Vers 8 uns gerade so in die Haut des notleidenden Gastgebers drängt und uns damit an die himmlischen Pforten Gottes schickt. Um Gott mit unseren Anliegen und Nöten zu bestürmen, um beharrlich zu bitten, zu flehen, zu suchen. Vers 9 bis 10 stellt uns das nochmal vor Augen. In Vers 9 bis 10 sehen wir, dass es präsens aktiv, imperativ ist, sehr plakativ, die Beharrlichkeit, die wir hier vor Augen gestellt bekommen. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Achtung, das steht nicht, bittet und es wird euch genau das gegeben, was ihr bittet, sondern es wird euch gegeben. Und Warren Wiersbe schreibt einmal,
sehr schön zu dieser Beharrlichkeit des Gebets. Beharrlichkeit im Gebet ist nicht der Versuch, Gottes Meinung zu ändern, das heißt ja im Vater unser, dein Wille geschehe, sondern uns an den Punkt zu bringen, an dem Gott uns die Antwort anvertrauen kann. Ich lese es nochmal. Beharrlichkeit im Gebet ist nicht der Versuch, Gottes Meinung zu ändern, sondern uns an den Punkt zu bringen, an dem Gott uns die Antwort anvertrauen kann. Und diese Anliegen, die wir vor Gott bringen im Gebet, sehen wir an diesem Gleichnis, sind ja eigentlich nicht einfach nur unsere Anliegen, sollten nicht einfach nur unsere Anliegen sein. Es sind letztlich ja auch die Anliegen des Nachbars gewesen. Es ging ja auch um seine Stadt, die sonst in Unehre gefallen wäre. Und das ist der entscheidende Schlüssel, woran sich alle unsere Gebetsanliegen messen sollen. Ob wir sie auch mit Gottes Ehre in Verbindung bringen können. Sind es Anliegen, die unser Ego aufpolieren? Sind es selbstsüchtige Anliegen oder sind es Anliegen, die mit Gottes Willen in Einklang kommen und stehen? Das ist eine hilfreiche Frage. Daran sollten wir unsere Gebete prüfen. Und nun ist die Absicht des Gleichnisses aber nicht einfach Gott mit dem Nachbarn, der das Brot gibt und so störrisch und ist und schlafen will, zu vergleichen. Es geht nicht darum, Gott damit gleichzusetzen, sondern von dem Kleineren zu dem Größeren hin zu argumentieren. Wenn schon der Schlafende und etwas mürrische Nachbar bereit ist, das Brot zu geben, wie viel mehr Gott, der nach Psalm 121 nicht schläft, noch schlummert. Wenn aber ein solcher verärgerter und müder Freund schon wegen der Beharrlichkeit des Klopfenden die Bitte erfüllt, wie viel mehr wird Gott uns geben, worum wir bitten. Beharrliches Gebet verändert zuerst den Beter. Und das sehen wir an unterschiedlicher Stelle in der Bibel. Das sehen wir zum Beispiel bei Paulus, wie er beharrlich in 2. Korinther 12, Vers 9 dann eine Antwort bekommt, nachdem er dreimal gebetet hat. Dreimal hat er das Anliegen einer Anfechtung vor Gott gebracht, eine Not vor Gott gebracht. Und was sagt dann Gott zu ihm? Lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachheit vollkommen. Diese Tatsache sollte uns umso mutiger beständig in unseren Anliegen an die Pforten des Himmels treiben und Gott im Gebet suchen. Gott lässt sich gerne auf unsere Anliegen ein, wenn wir sie mit seiner Ehre in Verbindung bringen können und Beharrlichkeit an den Tag legen. Und mich hat diese Stelle tatsächlich von Lukas 11, von diesem Sinnbild, auch an Mose erinnert. Mose war ein Beter. Und in 2. Mose 32 finden wir ihn auch nochmal, wie er mit Gott spricht. Und es ist eine Katastrophe geschehen. Israel hat sich versündigt und Gott selber sagt dann, dein Volk, zu Mose, dein Volk ist abgewichen, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Wahnsinn, was Gott Mose hier vorhält. Mose, ich mach dich zu einem großen Mann. Dieses störrische Volk hat sich versündigt. Damit habe ich eigentlich gutes Recht, sie zu vernichten. Aber dich mache ich zu einem großen Volk. Und was macht Mose? Mose reagiert darauf, indem er sich an die Ehre Gottes klammert und bittet. Er gibt nicht auf, er sagt, das heißt über Mose dann in Vers 11, Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Was du über dein Volk, sagt er hier, bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak, Israel, denen du dir selbst geschworen und zu denen du selbst gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Und damit hat Mose die Prüfung bestanden. Und damit hat Gott sich abgewandt. Er wusste schon im Vorhinein, dass er das tun würde. Aber er wollte an dieser Stelle wohl auch das Herz von Mose nochmal prüfen. Und Mose klammert sich an Gottes Ehre und so gewährt Gott ihm, was er bittet.
Wie wunderbar ist es, wenn wir Gott beharrlich bitten und unser Anliegen in Verbindung mit seiner Ehre und Herrlichkeit bringen können und sagen können, Herr, es geht in dieser Sache auch um deine Ehre. Hilf, lass es gelingen. Mose hängt sich an Gottes Ehre und Vers 9 und Vers 10 von Lukas 11 sagt uns, dass Gott dann uns auch das geben wird, was wir brauchen. Nicht, dass er uns genau das gibt, was wir jetzt unbedingt in diesem Gebet nennen, aber dass er uns das geben wird, was wir brauchen. Und das ist sehr wertvoll, das ist ein großer Trost. Manchmal antwortet Gott nämlich auf unsere Gebete ganz anders, als wir es erwartet hätten. Und manchmal muss deshalb Gott, weil er etwas anderes mit uns vorhat, als wir möglicherweise als erstes im Sinn haben, eine extra Runde drehen, bis wir verstehen und erkennen und entdecken, was er uns eigentlich für ein Geschenk hat zukommen lassen, bereitet hat. Er bereitet uns damit vor, dass wir es empfangen können. Gott gibt, wenn wir beharrlich bitten. Lass mich dich fragen, wie steht es um deine Beharrlichkeit im Gebet? Wie übst du dich in der Beharrlichkeit? Ich habe gute Erfahrungen gemacht und auch viele andere mit sogenannten Gebetslisten, wo man sich bewusst Sachen aufschreibt oder Gebetstagebücher, wo man Dinge aufschreibt und länger verfolgt und ein Auge drauf hat, wie sich das entwickelt. Nachfragt bei den Personen, für die man bittet. Und es kann vielleicht auch hilfreich sein, nicht täglich immer die gleiche Gebetsliste zu haben, sondern wir haben eine 7-Tage-Woche von Gott bekommen, jeden Tag quasi mit unterschiedlichen Themen oder Anliegen zu belegen und anhand dieser Liste sich quasi durch die Woche zu beten und zu beobachten, was Gott tut. Eine kleine Empfehlung. Wie steht es um deine Beharrlichkeit? Sind wir eher Tieftaucher, die meinen, das Auftauchen nicht nötig zu haben? Oder vielleicht sogar U-Boot-Christen, die sogar stolz darauf sind, wie lange sie ohne Gebet aushalten können und was sie damit auch alles schon tun können? Es gab einen Missionar, der mal in den Westen seine Heimat reiste und angesichts des Tuns und Treibens erschrak, was er dort sah und sagen musste, es ist erschreckend, was die Gemeinden alles ohne Gebet vermeintlich auf die Beine stellen können. Gibt es in deiner Gemeinde eine Gebetsstunde? Wenn nicht, dann trage es an die Gemeindeleitung, an die Verantwortlichen hin und setz dich dafür ein. Ja, dass wir mindestens so beharrlich im Gebet sein könnten, wie wir es häufig mit unseren digitalen Bildschirmen schaffen, uns mit auseinanderzusetzen. Prüfe dich daran. Ein Christ ohne ein Gebetsleben ist eine Fata Morgana. Und bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle, kein Mensch kann sich durch viel Gebet, durch wenig oder viel Gebet, das ewige Leben irgendwie erwirtschaften oder vor Gott erkaufen. Ewiges Leben bekommen wir nur durch den Glauben an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, an unserer Stelle und in dem Glauben, dass sein Gebet stimmt, was er am Kreuz gesagt hat, indem er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Luther sagte einmal so zutreffend, weil er eben um die Wichtigkeit des Gebets wusste, der Luther, der genau auch gesagt hat, wir werden allein durch Glauben gerechtfertigt. Allein durch die Gnade. Und weil das so ist, und wenn wir dann das neue Leben empfangen haben, das Gebet auch einen ganz besonderen Stellenwert, weil es das Atmen der Seele ist. Ein Christ ohne Gebet zu sein, ist genauso wenig möglich, wie ohne zu atmen am Leben zu sein. Das schreibt Luther. Gebet, egal wie lang oder wie tief, ist ein Ausdruck des Glaubens, wenn es ernstlich ist. Und es ist ein natürliches Zeichen für geistliches Leben, wie bei einem frisch geborenen Baby, das einen lautstarken Ausdruck des Verlangens nach Gemeinschaft hat. Es schreit. Ein Schrei nach der Nähe seiner Mutter. Und so ist es auch, wenn einer Christ wird, dann hat er ein Verlangen, mit Gott zu reden. Dann hat er mit einem ein Verlangen danach, mit Gott auszutauschen und zu sagen, was heute gewesen ist, was man erlebt hat, wo man Not hat, wo man Fragen hat, wo man Weisung braucht. Und wir wollen ihn lernen, beharrlich um Hilfe zu bitten, ihm aber auch dann zu danken, um ihn vor allem dafür anzubeten, wer er ist und was er getan hat. Denn zum Christsein gehört ein kontinuierliches Wachstum in der Erkenntnis Gottes und seiner Werke, was uns dann automatisch in die Anbetung Gottes im Gebet führt. Dem brennenden Vorbild und dem beharrlichen Sinnbild folgt jetzt im Letzten die letzte Gebetskammer, die letzte Lehreinheit, das befreite Vaterbild. Das Vorbild, das Sinnbild und dann das Vaterbild. Und hier nimmt uns Jesus nochmal mit und zeigt uns und lehrt uns,
befreites Beten. Damit öffnen wir die letzte Tür unseres Bibelabschnittes und schauen uns Vers 11 bis Vers 13 an. Und dort steht: Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus ist noch nicht fertig. Er spricht noch eine letzte Lektion an. Er hat schon gelehrt, wenn wir beharrlich sind, dann ist das ein wichtiges Kennzeichen des Gebets. Er sagt, wir sollen beharrlich sein. Und Gott gibt, wenn wir beharrlich sind. Aber er lehrt uns hier auch noch, Gott gibt besser, als wir es erwarten. Gott gibt besser, als wir es erwarten. Mit welcher Erwartung trittst du vor den König der Könige, vor den Herrn der Herren, vor den himmlischen Vater? Aus dem Büchlein Der kniende Christ stammt das Zitat: Trittst du bittend vor den König, bitte viel von ihm, nicht wenig. Wieder stellt Jesus eine Frage an seine Zuhörerschaft und er möchte an dieser Stelle Folgendes klären. Er wendet sich an die Väter, die einen Sohn haben. Wenn diese Kinder zu seinem Vater kommen oder ein Kind zum Vater kommt und eben etwas Notwendiges, zum Beispiel Brot braucht, und Brot, Vers 3, kam ja schon mal vor, steht stellvertretend für das, was wir zum Leben brauchen, dann wird der Vater nicht harte Steine geben. Nach dem Motto, lutsch mal dran oder mach sie dir warm und back dir dein Brot vielleicht mal selber. Es wird auch nicht so sein, dass wenn ein Sohn kommt und einen Fisch bittet, dass er dann ihm eine giftige Schlange serviert. Oder wenn er um ein Ei bittet, dass er einen giftigen Skorpion bekommt. Nein, so ist der himmlische Vater nicht. Aber wie oft verhalten wir uns so, als wäre der himmlische Vater so? Als würde er uns Steine, Schlangen und Skorpione in den Weg legen und unsere Gebete nicht endlich erhören, stattdessen uns in die Wüste, in die Öde schicken, wo es nur Steine, Skorpione und Schlangen gibt. Es wird erzählt, dass Monika, die Mutter von Augustin, dem sogenannten Kirchenvater, für ihren Sohn betete, dass er nicht die verführerische Weltstadt Rom besuchen würde. Augustin ging dann aber trotzdem und fand auf genau diesem Weg zu Christus. Gott gibt keine Schlangen, Skorpione oder Steine. Und wenn wir beten, wir mögen es nicht immer gleich erkennen, aber behält Gott im Letzten doch recht, dass er ein guter Vater ist. Dass er der Vater ist, der im Himmel ist. Und wie heißt es einmal, jede gute Gabe kommt von oben, von dem Vater im Himmel. Und er zieht jetzt Jesus diese Lehre und die uns jetzt auch zum Schluss bringt. Wenn die Menschen, Vers 13, er sagt an dieser Stelle, in Vers 13 sagt Jesus, wenn die Menschen, die böse sind, ihren eigenen Kindern Gutes tun, wie viel mehr wird der Gott der Bibel, der sich Vater nennen lässt, seinen Kindern Gutes tun? Aber Moment, was steht hier nochmal im Wortlaut? Er sagt zu den Jüngern, wenn nun ihr, die ihr böse seid, Moment mal, Herr Jesus, da war doch der Petrus, der heilige Petrus, oder der Johannes, der hat das Johannesevangelium, der hat sogar die Johannes-Offenbarung empfangen. Und was sagt der Herr Jesus über seine Jünger an dieser Stelle, wenn nun ihr, die ihr böse seid? Jesus spricht dir das offensichtlich hier offen an. Hier sind die Spuren des sogenannten Sündenfalls, der Rebellion des Menschen, die auch in seinen Jüngern war, das waren auch Sünder, die Erlösung brauchten. Hier finden wir die Lehre, dass der Mensch von Natur aus eigentlich ein böses Herz hat, eigentlich ein steinernes Herz hat und eigentlich nicht nach Gott fragt. Römer 3,11 sagt, dass keiner nach Gott fragt. Quasi eigentlich keiner betet oder gerne betet oder den echten Gott von Natur aus sucht. Und Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, nicht Böses tut, sondern Böses seid, euren Kindern aber gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Manch einer mag jetzt fragen, wieso der Heilige Geist? Es ging doch gerade eben um ganz alltägliche Hilfe.
wie Verpflegung, Wegweisung. Ganz einfach. Die Menschenkinder bitten um etwas und ihre Väter geben es ihnen. Kinder bitten um konkrete Anliegen, so quasi in diesem Bild gesprochen. Das Christentum, Trost, Führung, Weisheit, alltägliche Dinge des Lebens bitten, die sie brauchen. Und er gibt ihnen darauf Antwort, nämlich seinen Heiligen Geist. Das Spannende ist, dass das Neue Testament in Römer 8, Vers 26 einmal sagt, dass dieser Heilige Geist, der uns von Gott gegeben wird, vor Gott vertritt und unsere Gebete vor Gott bringt. Vertritt, übersetzt. Weißt du, wenn du im Gebet stammelst oder Schwierigkeiten hast zu beten, dann bist du in guter Gemeinschaft. Paulus schreibt einmal, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir tun sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wie wunderbar ist es, die Gabe des Heiligen Geistes zu haben und zu wissen, dass unser Stammeln im Gebet, unser Stottern im Gebet übersetzt wird und Gott das Herz ansieht. Jesus schreibt hier, du fragst nach der Gabe, der Vater gibt dir den Geber, den Heiligen Geist. Du fragst nach dem Produkt, der Vater gibt dir die Quelle, die dir helfen soll, mit der Not klarzukommen und sie zu durchstehen. Und John MacArthur sagte mal so passend, es ist wie wenn ein Sohn zu seinem Vater kommt, um etwas Geld bittet, aber der Vater gibt ihm die ganze Bank. Ohne damit auf das Wohlstandsevangelium anspielen zu wollen. Gott gibt mit dem Heiligen Geist uns die Quelle von Freude, von Genügsamkeit, von Weisheit, von Trost und Beistand für die richtige Entscheidung und Kraft zum Ausharren in der trockenen Wüste, in der wir uns vielleicht gerade befinden. Und so Bereich segnet Gott seine Kinder, wenn wir zu ihm kommen und bitten. Die Bibel lehrt, dass ein wiedergeborener Christ den Heiligen Geist empfangen hat und dass er ihn nicht mehr verlieren kann. Ich kann an dieser Stelle nicht auf dieses Thema eingehen. Wer sich da nochmal mit näher beschäftigen möchte, den empfehle ich dieses Buch, was ich wie auch die anderen, die ich erwähne, unten aufgelistet habe. Dieses Buch gibt es übrigens auch kostenlos als PDF, befindet sich auch unter dem Video in der Beschreibung. Und da geht Peters unter anderem auch auf das Thema ein. Kann ein Christ verloren gehen, quasi den Heiligen Geist verlieren. Das Neue Testament lehrt, dass man den Heiligen Geist nicht verlieren kann. Man kann aber sehr wohl den Heiligen Geist als Christ dämpfen. Und wir sollen viel mehr ihn nicht dämpfen, sondern erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das meint es uns auch, meint Jesus auch hier, dass wenn wir Christen sind, dass der Vater uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dass wir an dieser Stelle dann auch erleuchtete Augen bekommen für den trübsalen Alltag, den wir haben, den wir durchleben, sodass wir getröstet werden mit dem Tröster und geführt werden mit dem, der uns Führung gibt, mit dem Heiligen Geist. Und dass der Vater am letzten nur Gutes im Sinne hat. Und Achtung, mit diesem Gedanken schließt jetzt Jesus. Und er schließt diesen Abschnitt. Und wenn wir nochmal zurückschauen, ist das eigentlich genau der Anfang wieder. Am Anfang lehrte er beten mit dem Vater unser. Und hier stellt er nochmal den himmlischen Vater, seinen Jünger, vor Augen. Weißt du, wir haben sehr unterschiedliche Assoziationen mit dem Begriff Vater. Manche von uns bessere, andere schlechtere, manche vielleicht sogar gar keine. Und ein Ausleger berichtet einmal davon, wie er in seiner Familie einen Konflikt hatte, in dem er involviert war und über die gebotene Strenge eines Vaters gehandelt hatte. Abends war es dann so, dass sie eine Familienandacht gehabt haben, etwas sehr Wertvolles und Empfehlenswertes. Die Familie las dann gemeinsam Psalm 103, Vers 13, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Die Reaktion eines seiner Kinder war ein leises Kichern, als dieser Vers verlesen wurde. Warum? Weil der Vers das Verhalten des Vaters so stark kontrastierte. Wisst ihr, ihr würdet nicht wissen, dass einige Väter ihre Rolle nicht richtig erfüllen würden, wenn wir nicht in der Bibel von dem vollkommenen Vorbild des Vaters im Himmel lesen würden, welches uns das echte Bild eines Vaters zeigt, wie er sein sollte. Das Vaterbild eines jeden von uns wurde, wie Martin Lloyd-Jones es einmal treffend beschreibt, durch die Sünde verunreinigt, weil es auf dieser Erde keinen perfekten und fehlerlosen Vater gibt und bedarf deshalb der Korrektur. Gott als himmlischer Vater, ihn als himmlischen Vater zu haben und auch nennen zu dürfen, das versetzt ihn nicht irgendwie in ferne Wolken oder auf ein verniedlichendes Sofa.
sondern stellt ihn uns ehrfürchtig als Kinder Gottes vor Augen. Er, der auf der einen Seite der Schöpfer des Universums ist, der Richter dieser Welt, der Gott ist, der zu fürchten ist, aber gleichzeitig auch der himmlische Vater, der barmherzig ist, der für uns sorgt und der in vollkommenster Weise das erfüllt, was einen Vater ausmacht. Und die Bibel beschreibt Gott als Vater mit vollkommenen, herrlichen Eigenschaften. Lies nur einmal hier. Er ist der himmlische Vater, der Vater der Herrlichkeit, der Vater aller Barmherzigkeit, der Vater der Fürsorge, der Vater der Zuflucht, der Vater der Heiligkeit, der Vater der Gerechtigkeit, der Vater, der liebt, der in uns hineinschaut und das Verborgene sieht, der Vater, vor dem wir damit verbunden nichts verstecken können, der uns erzieht und der Vater, der uns hört. Wir haben Redefreiheit bei Gott. Und das bewirkt in uns, wenn wir darum wissen, ein befreites Beten. Dass wir uns mit Freimut, mit Freimütigkeit, ja, mit gewisser Beharrlichkeit und Dreistigkeit mit unseren Anliegen vor Gott begeben dürfen. Und was uns dann ermutigt, mit Offenherzigkeit vor Gott zu kommen. Mit Geradheit, ihm zu sagen, wie es steht. Und schau, es gibt diese eindrucksvolle Anekdote aus dem Römischen Reich, die uns das abschließend noch einmal vor Augen führen soll, was wir an dieser Stelle von Jesus im Letzten nochmal gelehrt bekommen. Ein römischer Kaiser kehrt im Triumph nach Rom zurück. Er marschiert mit seinen Truppen um eine Reihe von Gefangenen durch die Straßen. Die Straßen waren von jubelnden Menschen gesäumt und am Rande der Straße waren Legionäre stationiert, um die Menschen an ihrem Platz zu halten. An einer Stelle der Strecke befand sich eine Plattform, auf der die Kaiserin und ihre Familie saß, um den Kaiser unter großem Jubel vorbeiziehen zu sehen. Auf dieser Plattform saß neben seiner Mutter ein kleiner Junge. Als sich der Wagen des Kaisers näherte, sprang der kleine Junge von der Plattform, schlängelte sich durch die Menge und versuchte zwischen den Beinen eines Legionärs hindurch zu schlüpfen und dem Wagen entgegenzulaufen. Der Soldat bückt sich und hält ihn zurück. Das darfst du nicht, Junge, sagte er und fügt hinzu. Weißt du nicht, wer das im Wagen ist? Das ist der Imperator, das ist der Kaiser. Du kannst nicht einfach zu seinem Wagen laufen. Aber der Junge lachte ihm ins Gesicht und sagte, er mag dein Imperator sein, aber er ist mein Vater. Was für ein Vorrecht am Kinder Gottes, wenn sie zu Gott kommen dürfen und ihn Vater nennen dürfen. Ein Vater, der weiß, was seine Kinder braucht, was seine Kinder brauchen im Alltag und der ihnen das auch zu seiner Zeit geben wird und deshalb an dieser Stelle uns gelehrt hat, zum einen, dass wir brennendes Beten brauchen, dass er uns ein brennendes Beten schenken kann durch den Heiligen Geist, dass er in uns aber auch ein beharrliches Beten wirken möchte und dies alles deshalb in uns wirken kann, weil er uns durch den Glauben ein befreites Beten schenken kann, weil wir ihn als himmlischen Vater haben dürfen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass du der Gott des Himmels und der Erde bist. Danke, dass du ein Gott bist, der seine Geschöpfe kennt. Aber danke, dass du auch ein Gott bist, der seine Kinder kennt, die ihn als Vater anrufen. Und Herr Jesus, du siehst, dass wir aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte so viel Wichtiges zu lernen haben. Hilf, Herr, dass es in unserem Leben Frucht bringt. Lehre uns das Beten. Ja, Vater, lehre uns, wirklich zu dir zu kommen, wie Kinder zum Vater, mit dieser Vertrautheit, mit dieser gesunden Dreistigkeit, mit der Beharrlichkeit, mit dieser Freimütigkeit, wie es dieser kleine Junge hatte, dass wir uns gern zu dir begeben, dass wir dein Angesicht suchen und dass wir bitten und flehen. Herr, erwecke unser Gebetsleben, Herr, erwecke unsere Gemeinden, schenke noch mehr Betern in unserer Gemeinde, mach unsere Gemeinden zu betenden Gemeinden und erwecke du die Gebetsstunden, Herr. Und wirke du dadurch Großes um deines Namens und um deiner Ehre willen in diesem Land. Danke, dass du die ganz persönlichen Anliegen und Nöte kennst. Und danke, dass du dich um deines Namens willen, Herr, unser annehmen wirst, wenn wir an dir hängen, Herr.
deines Namens willen. Wir beten dich an und wir bitten dich, Vater, dein Reich komme. Amen. Es ist immer wieder gut, sich mit dem Thema Gebet auseinanderzusetzen. Es gibt auch noch einen weiteren Vortrag über das Thema Gebet, das Geheimnis des Gebets, was vor 2 Jahren auch mal in der Jugendstunde gehalten wurde. Kann man sich auch unten verlinkt nochmal anhören, was das Gebet nochmal von einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Ansonsten ist es immer wieder gut, sich gute Literatur zu Gemüte zu führen und sich vorzunehmen, einmal im Jahr ein Gebetsbuch zum Beispiel zu lesen. Und an dieser Stelle auch noch ein paar Empfehlungen, die gut zu lesen sind und sehr hilfreich, sehr nahrhaft und sehr erbaulich sind. Und diese möchte ich hier unter dem Video auch noch verlinken. Kann man sich also noch mal etwas näher mit beschäftigen.